Es gibt Uhren, die sehen im Internet und im Katalog fantastisch aus und in der Realität am Arm überzeugen sie überhaupt nicht. Bei dem Einsatzzeitmesser 3 von Sinn war es bei mir genau umgekehrt. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute möchte ich euch eine ausgesprochen funktionale, aber nicht minder schöne Uhr vorstellen, die ich glücklicherweise gegen meine UX tauschen kann. Glücklicherweise deshalb, weil ich mit dem EZM3 sehr zufrieden bin und meiner UX nur selten nachtraue. Doch seht selber im Video. Das ist er, der Einsatzzeitmesser 3 von Sinn. Er hat allerdings eine leichte Modifikation, und zwar ist das Datum auf der 4-Uhr-Position weiß und nicht rot wie in der Originalvariante. Ich finde das sehr gut, denn auf diese Weise ist das Datum etwas leichter ablesbar, auch wenn das zurückgehende und das zurücktretende Datum für eine Taucheruhr durchaus gewollt ist. Für mich im Alltag steht die Ablesbarkeit des Datums über der Funktion der reinen Taucheruhr. Der EZM3 ist eine relativ flache Uhr, aber dennoch ausgesprochen robust. Ich blende euch hier an der Seite die entsprechenden Daten zu der Uhr ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Kontakt mit dieser Uhr war auf Katalogbildern und ich dachte immer, die dünnen Zeiger würden der guten Ablesbarkeit entgegenstehen. Es ist nicht der Fall. Die Uhr ist ausgesprochen gut ablesbar. Durch die Reduzierung auf das Wesentliche und auch nachts leuchten die Zeiger sehr lange nach und auch sehr hell. Eine Uhr, die auch durch die Krone auf der 9-Uhr-Position sehr komfortabel zu tragen ist, weil auch bei Bewegungen des Arms keine Krone in den Handgelenk Rücken, in den Handrücken drücken kann, weil die Krone eben auf der anderen Seite ist. Das ist so die klassische Uhr, mit der ich lange gefremdelt habe und seitdem ich sie habe, gehört sie zu den Uhren, die ich gerne trage und den Tragekomfort wirklich zu schätzen weiß. Für mich ist auch der EZM3 eine der Uhren von Sinn, wo man wirklich sehr viel Gegenwert für das Geld bekommt, was man ausgibt. Leider hat das Gehäuse keine Tegmentbeschichtung, aber es hat die AR-Technologie, das heißt die Schutzglasfüllung im Inneren und die Trockenhaltekapsel, die hier zu sehen ist, sowie den Magnetfeldschutz und auch die Temperaturresistenztechnologie, das heißt die Uhr ist sehr hohen und sehr niedrigen Temperaturen gegenüber wesentlich widerstandsfähiger als das normale Uhrenprogramm von Sinn. Alles in allem, wie ich finde, sehr viel Gegenwert für den Preis dieser Uhr. Dazu sehr schlicht gehalten, gut ablesbar, bis 500 Meter wasserdicht und montiert habe ich aktuell ein Canvasband von Miros Time. Ich finde, dieses Band trägt sich wirklich sehr gut und harmoniert auch mit dem mattschwarzen Ziffernblatt und das mattschwarze Band. Ich habe auch das Stahlband und das zweiteilige Silikonband, aber dieses Canvasband ist aktuell mein Favorit an dieser Uhr. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt und bis zum nächsten Mal. Euer Watchmaxe.